Beim Dorstener Kultursommer 2024 begeisterte der junge Chor Curioso aus Herwest-Dorsten erneut das Publikum. Unter der Leitung von Christoph Seuka präsentierten die Sängerinnen und Sänger ein romantisches Programm mit den schönsten Liebesliedern. Es gibt ein Liebesliederprogramm. Wir singen also lauter Liebeslieder, aber die sind ganz unterschiedlich alle. Also es sind so aus allen Stilrichtungen verschiedene Songs. Genau, es ist mit Streichern. Ich spiele Klavier und der Chor singt. Ein paar Solosänger gibt es auch noch. Ja, also das ist so der Rahmen. Bis auf den letzten Platz war das Amphitheater gefüllt und der Chor sorgte mit seinen Darbietungen für eine unvergessliche Atmosphäre. Wie sah eigentlich die Vorbereitung auf den Abend aus? Wir haben ganz kurzfristig entschieden, uns zu bewerben für den Dorstener Kultursommer. Und da musste ein Programm her, deswegen haben wir gesagt, okay, wir können ganz viele Liebeslieder schon und das kriegen wir bis dahin hin. Also ein halbes Jahr, würde ich sagen, oder ein knappes halbes Jahr. Ja. Danke. Es war ein Abend voller guter Musik, Liebe, guter Gefühle, der allen in Erinnerung bleiben wird.